Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wir sprechen inshallah heute wieder über die Zeichen der Stunde. Und wir haben vorletzte Woche eine Einführung gemacht über die Zeichen der Stunde, was das alles ist, was es bedeutet, die Arten der Stunde und so weiter. Jedoch, warum lernen wir jetzt, oder warum ist es gut, sich über die Zeichen der Stunde zu informieren? An erster Stelle ist natürlich Angelegenheiten von Aqida, weil es ist, beinhaltet Ilmul Ghaib, das Wissen über das Verborgene. Und das Wissen über das Verborgene hat immer mit Aqida, mit den Glaubensgrundlagen zu tun, weil das Wissen über das Verborgene müssen wir glauben. Wir müssen einfach daran festhalten, wir müssen daran glauben, ohne es gesehen zu haben. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oder Allah subhanahu wa ta'ala selber es uns berichtet haben. Auf der anderen Seite sind es Geschichten über die Zukunft, die geschehen werden, die unseren Iman steigern gleichzeitig durch Geschichten und durch Ereignisse, die, wenn sie passieren, unseren Iman steigern. Wir sagen, ach, wenn das passiert ist, Alhamdulillah, das hat der Gesandte Allahs gesagt, es ist passiert, unser Iman ist noch stärker geworden. Nicht, dass wir vorher gezweifelt haben, sondern dadurch wurde unser Iman noch stärker und noch besser. Und es gibt uns natürlich Hoffnung, weil wir sehen, das, was der Gesandte Allahs tritt ein, und er hat auch unter anderem gesagt, dass der Islam wiederkehren wird, und das macht uns Hoffnung. Auf jeden Fall haben wir auch eingeteilt die Zeichen der Stunde in drei Kategorien. Und zwar die eine Kategorie war die Zeichen, die schon vorausgegangen sind und die nicht mehr wiederkommen. Zeichen, die sind eingetroffen, die kommen nicht mehr wieder. Die zweite Kategorie ist Zeichen, die eingetroffen sind und die immer noch anhalten und die auch anhalten werden bis zum jüngsten Tag. Beispiel, dass Zina offenkundig wird. Riba, Zinsen werden offenkundig. Fassad, Fuhuj, also die Unsittlichkeiten, Schlechtigkeiten, Böse, wird alles offenkundig. Es hat alles angefangen und es hält immer noch an. Salam alaikum. Ja. Es hält alles immer noch an und es wird noch anhalten. Und Zeichen, die noch nicht eingetroffen sind, Zeichen, die noch nicht eingetroffen sind, Zeichen, die noch nicht eingetroffen sind, die noch eintreffen werden, inshallah. Und wir werden die, inshallah, die schon eingetroffen sind, versuchen, so schnell wie möglich natürlich durchzumachen. Meistens sind diese uninteressant, wobei die natürlich auch sehr einige interessante gibt, die man wissen sollte. Wie zum Beispiel die Mondspaltung oder bestimmte Kriege, bestimmte Sachen, wo sind sie passiert, wie sind sie passiert. Vieles hat man gehört, aber man weiß nicht genau. Das ist sehr interessant, inshallah. Nur, es gibt keine chronologische Reihenfolge der kompletten Abläufe. Beziehungsweise es gibt kein Hadith über die chronologische Arif. Es gibt bestimmte Sachen, die der Gesandte Allah sagt. Er sagt, zähle sechs, bis die Stunde eintrifft. Und dann sagt er, es passiert das und dann das und dann das und dann. Also er gibt uns eine Reihenfolge. Oder er sagt, das wird nicht passieren, bevor nicht das passiert ist. Das passiert nicht und das trifft nicht ein, bevor nicht das eingetroffen ist. Aber eine komplette Reihenfolge, das von Anfang bis Ende alles beschreibt in einem Hadith, haben wir leider nicht. Wir haben vorletzte Woche erwähnt, dass Hudhaifa radiallahu anh erzählt hat, dass der Gesandte Allahs auf die Kanzel gestiegen ist. Er hat Fajr-Gebet gebetet, auf die Kanzel gestiegen und hat Khutbah gemacht bis zum Dhuhr-Gebet. Dann ist er runter, hat gebetet, Dhuhr-Gebet, ist wieder hoch, Khutbah bis zum Asr. Ist runter zu Asr, hat Asr gebetet, wieder hoch, Khutbah bis Maghrib, hat Maghrib gebetet und das war's. Und er hat in diesem kompletten Tag alles erzählt, ja, was bis zum jüngsten Tag passieren wird. Und Hudhaifa hat gesagt, wer es behalten hat, hat er behalten und wer es vergessen hat, hat es vergessen. Also es wurde nicht alles überliefert von diesem Tag, aber großenteils, Alhamdulillah, wurde uns die wichtigsten Sachen überliefert. Und Alhamdulillah, die Gelehrten haben verschiedene Bücher darüber geschrieben, viele Sachen erwähnt. Und wir versuchen, inshallah, die wichtigsten Punkte, die authentischsten Punkte zu überliefern, mitzugeben, inshallah. Damit wir einen groben Überblick haben. Und die Gelehrten sagen auch, dass, wenn ich es jetzt in Prozentzahl ausdrücke,
Wenn ich jetzt in Prozentzahl ausdrücke, 80 bis 90% der kleinen Zeichen sind schon gekommen. Viele sagen 90% sind schon eingetroffen. Also es fehlt nur noch viel, es fehlt nicht mehr viel, fehlt nur noch wenig, bis die großen Zeichen anfangen. Und wenn die großen Zeichen anfangen, dann ist die große Stunde nicht mehr weit. Subhanallah. Und was man natürlich auch wissen sollte, ist, dass diese Zeichen, die erwähnt wurden, sind nicht gefährliche Zeichen, sind nicht Zeichen, wovon man Angst haben sollte in erster Linie, aber sind auch Zeichen dabei, wovon man sich fürchten sollte und man aufpassen sollte und davor wegräumen sollte. Wie zum Beispiel der Dajjal. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn der Dajjal kommt, dann rennt. Yajuj und Majuj. Keiner kann sie besiegen. Rennt weg. Ihr habt keine Chance. Aber auf der anderen Seite sind es einfach nur Informationen gewesen, die nichts Negatives beinhalten. Wie zum Beispiel, dass die Frauen auch am Markt teilhaben werden. Also sie werden auch in Handel reinkommen. Das ist aber nichts Negatives, weil Frauen dürfen auch arbeiten, dürfen auch handeln. Ist aber nichts Negatives, ist eine Information, wo zeigt aber, dass die Stunde näher gekommen ist. Worüber man sich streiten könnte, ist zum Beispiel, dass die Männer dickere Bäuche kriegen werden. Ist auch ein Zeichen der Stunde. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, kann man sich darüber streiten. Das sind solche Angelegenheiten, die wir inshallah auch durchnehmen werden. Auf jeden Fall sind nicht alle gefährlich, aber einige sind warnend, andere sind einfach nur zu Informationen für uns wiedergegeben, inshallah. Auf jeden Fall diese ganzen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon sagte, ich bin mit der Stunde in einem Atemzug gesandt. Und das ist das erste kleine Zeichen, was wir haben. Die Entsendung, Ba'athatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Also die Entsendung vom Gesandten Allahs, die Ernennung vom Gesandten Allahs, dass er jetzt Prophet ist, ist das erste Zeichen der Stunde. Also dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bin jetzt Prophet zu euch, das ist der erste Zeichen der Stunde. Er hat doch gesagt, ich und der Zeichen sind so gekommen, hat sein Zeigefinger an den Mittelfinger gemacht und der Abstand vom Zeigefinger bis zum Mittelfinger ist das, was uns noch geblieben ist. Und das hat er vor 1436 Jahren gesagt. Das hat er uns berichtet. Warum ist der Gesandte Allahs das erste Zeichen der Stunde? Wer kann mir das sagen? Weil er der letzte Gesandte Allahs ist. Nach ihm gibt es keinen Prophet mehr. So, wenn der letzte Gesandte in der letzten Periode gesandt wird und nach ihm kein Prophet mehr kommt, dann muss er der erste Zeichen sein. Warnung für alle Menschen. Achtung, jetzt gibt es keinen Gesandten mehr. Jetzt gibt es keinen Propheten mehr. Jetzt kommt keiner mehr, der euch warnt. Ihr wurdet gewarnt. Ihr seid im letzten Abschnitt. In der letzten Periode. In der letzten Periode. Danach gibt es keinen Prophet mehr. Khatim al-Nabiyyin. Das Siegel der Propheten. Abschluss der Propheten. Deswegen ist er, die Entsendung des Gesandten Allahs, das erste Zeichen. Und wie gesagt, ich versuche inshallah euch, so gut es geht, chronologisch wie möglich das hinzuhalten. Aber manchmal klappt das leider nicht. Aber das erste Zeichen ist die Entsendung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und die Hadith habe ich euch dazu erwähnt. Und er sagte auch in einem anderen Hadith, er sagte, ich und die Stunde wurden wie diese entsandt, also sein Mittelfinger und Zeigefinger. Und Abu Dawud zeigte mit seinem Mittelfinger und Zeigefinger, als er das berichtete, den Leuten. Und dann sagt er, was ist der Vorzug zu dem einen zum anderen? Also was ist der Vorzug? Was hat der Mittelfinger den Vorzug zum Zeigefinger? Er will damit sagen, da ist doch nicht mehr viel übrig. Da ist ganz wenig übrig. Ja, da ist ganz wenig übrig. Will Abu Dawud uns das berichten in At-Tirmidhi. Und Tirmidhi berichtet uns das auch und die Gelehrten haben das auch als Sahih bezeichnet. Und Shu'aib sagte, ich hörte Qatada in seiner Überlieferung sagen, wie der Vorzug des einen gegenüber dem anderen. Und er sagte, ich weiß nicht, ob es eines überliefert hat, aber Qatada. Auf jeden Fall, er sagte, der Vorzug zum anderen, der Vorzug vom Mittelfinger zum Zeigefinger ist eigentlich gering. Weil die sind fast gleich lang und sie zeigen fast das Gleiche. Das ist das erste Zeichen. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Es reicht inshallah diese Sache. Die
zweite Sache, die erwähnt wird, ist die Spaltung des Mondes. Die Spaltung des Mondes. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اقتربت الساعة وانشق القمر. Ja? Er sagt, die Stunde ist euch nahe gekommen und der Mond hat sich gespaltet. Ja? وَإِنْ يَرَوْا آيَةٌ يُعْرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Und wenn sie dann dieses Zeichen sehen, darauf gehen wir gleich ein, die Juden sind damit gemeint, يُعْرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Die wenden sich davon ab, sagen, das ist Zauberei. Das ist nur Zauberei alles. Und zwar war das so, dass die Juden zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und gesagt haben, wenn du Prophet bist, zeig uns doch ein Wunder. Zeig uns ein Wunder, wenn du Prophet bist. Und die Juden wussten besser, dass er Prophet ist. Aber sie wollten es nicht zugeben. Sagen, zeig uns doch, wenn du Prophet bist, ein Wunder. Er sagte, was wollt ihr? Schaut mal den Gesandten Allahs. Und so waren die Propheten immer. Sie haben nicht gesagt, okay, ich zeige euch von mir etwas. Ja? Ausnahmen gibt es natürlich. Aber die meisten haben gesagt, was wollt ihr? Wie zum Beispiel das mit dem Volk von Thamud. Ja? Das hier, die wollten einen Kamel aus einem Stein. Ja? Aus Stein. Auf jeden Fall sind die Juden gekommen und gesagt, was wollt ihr? Hat der Gesandte Allahs gesagt, was wollt ihr? Die haben gesagt, spalte den Mond in zwei Hälften. Den Mond in zwei Hälften spalten. Subhanallah. Der Prophet Allah hat Dua gemacht und hat den Mond in zwei Hälften gespalten. Aber schaut mal wie. Ihr habt Kaaba, ihr wisst, wo die Kaaba ist. Kaaba hat auf der rechten Seite, kann man sagen, oder auf einer Seite gibt es einen Berg. Und auf der anderen Seite ist ein Berg. Also sie sind sehr weit voneinander. Der Gesandte Allah stand da, hat den genommen, den Mond, so. Viele erzählen das so, mit einem Finger, aber es sind mit zwei Händen, mit jeweils Zeigefinger. Und hat ihn gespaltet. Die eine Seite auf den einen Berg, die andere Seite auf den anderen Berg. Die war richtig gespalten, der Mond. Subhanallah. Eine Seite. Als die Juden das gesehen haben, und das war im ganzen Land sehbar, die haben gesagt, du hast unsere Augen verzaubert. Wir glauben dir nicht. Ja? Hat der Gesandte Allah den Mond wieder zusammen gemacht. Er sagt, wir glauben dir nicht, du hast unsere Augen verzaubert, alles nur Zauberei. Und ganz Mekka und noch weiter im Umkreis haben das gesehen. Und hat gesagt, und dann haben sie gesagt, mach das nochmal. Du hast unsere Augen. Dann hat der Gesandte Allah nochmal das geteilt. Zweimal hat er den Mond geteilt. Und zweimal in so eine Weite und dann wieder zurück. Und subhanallah, die heutigen Forscher, die auf dem Mond sind, ich zeige euch mal, wir haben hier ein Bild, ihr könnt im Internet das suchen. Haben ein Bild, schaut mal. Ja. Wir haben ein Bild gemacht vom Mond, der einmal drumherum geht, wie eine Narbe. Der Mond hat eine Narbe. Einmal drumherum. Und die Wissenschaftler heute sagen, der Mond früher, die wissen das natürlich nicht, die sagen, der Mond früher war mal zwei Hälften und er ist zusammengewachsen zu einem Mond. Die sagen, der Mond war zwei Hälften und er ist zusammengewachsen. Er ist zusammengewachsen zu einem. Und es ist komplett einmal drumherum. Man kann das im Internet, das ist jetzt nur ein Foto. Man sieht im Internet noch ein anderes Foto, wo es einmal drumherum geht. Subhanallah. Das ist, weil der Gesandte Allahs den Mond gespalten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das für unsere Zeit als Beweis da lassen. Guck mal, die sagen, der Mond hat eine Narbe. Die sagen das selber, der Mond hat eine Narbe. Subhanallah. Auf jeden Fall war das zweite Zeichen und deswegen ist das sehr interessant auch zu wissen. Aber die Juden haben es, wie auch immer, verleugnet. Ja, der Gesandte Allahs hat zu ihnen gesagt, bezeugt es. Die haben gesagt, nein, du hast unsere Augen verzaubert. Aber die Sahaba, ja, die wo an ihn geglaubt haben, für sie hat es nur noch mehr den Iman gesteigert. Das ist so das zweite Hauptzeichen, was man erwähnen kann. Und man kann das mal googeln. Der eine ist der Berg von Abu Qabis und der andere ist der Berg von, wie heißt er? Qa'i Qa'an, die sind sehr weit auseinander. Schaut mal, hier ist eine Zeichnung auch.
damit man das sieht. Das ist, wenn das die Kaaba ist, dann kannst du gleich zeigen, hier ist der Berg und hier ist der andere Berg. Schau mal, wie weit entfernt das ist. Subhanallah. Kannst du das nicht zeigen? Ja, das ist jetzt ein Berg, dann das ist nur ein Berg gezeichnet. Und der andere Berg ist auf der anderen Seite. Aber diese kleine Zeichnung, dass man das sieht. Auf jeden Fall, wir haben die Entsendung des Gesandten Allahs und wir haben die Spaltung des Mondes. Dann haben wir als drittes wichtiges Zeichen, wir erwähnen die Zeichen der Stunde. Ja, nicht nur die Voraussagung des Gesandten Allahs, was zu seiner Zeit passiert ist. Er sagt zum Beispiel, dass Abu Bakr der zweite Khalif werden soll, dass wir das und das, dass wir Ägypten erobern werden und solche Sachen. Das können wir inshallah später in einem anderen Buch machen. Und werden wir inshallah auch machen. Das Buch von Ibn Kathir, Al-Fitan wal-Malahin. Es ist Al-Nihad, das Ende in Versuchung und Problemen, die wir haben. Das dritte Zeichen ist der Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und was für ein schlimmes Zeichen ist das? Also die Entsendung vom Gesandten Allahs war das erste. Das zweite war die Spaltung des Mondes. Und das dritte ist der Tod vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und der Gesandte Allahs, er sagte im Hadith, Alaykum salam wa rahmatullah. Und er sagte im Hadith von Auf ibn Malik, bekannter Hadith, er sagt, zähle 6, bevor die Stunde eintrifft. Also sozusagen, es trifft die Stunde nicht ein, bevor 6 kommen. Und als erstes erwähnt er Mauti, mein Tod. Er zählt 6 Dinge auf, ich zähle euch inshallah die anderen später auf, wenn sie dran sind. Aber als erstes ist, der Hadith ist in Bukhari, ja, er sagt, zähle 6, bevor die Stunde eintrifft. Und das erste ist mein Tod. Er sagt erst mein Tod und dann sagt er Thumma und danach. Ja, zum Beispiel die Eroberung von Jerusalem, ja, und das Eintreffen von einer schlimmen Seuche und so weiter. Darauf kommen wir inshallah. Das ist der Tod vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Gesandten Allahs, إِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Er sagt, du wirst sterben und sie werden sterben. Der Gesandte Allahs wird sterben und er ist gestorben. Und das war das schlimmste Unheil, was passieren konnte. Und die Sahaba haben gesagt, das Beste, das überliefert auch auf Ibn Malik, ich lese euch den Hadith von Jami al-Tirmizi, er sagt, der Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stadt Medina betrat, erstrahlte sie in einem hellen Licht. An dem Tag, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hijra gemacht hat und in Medina eingetroffen ist, ist die ganze Stadt auferleuchtet. Und es gibt andere Überlieferungen, wo es heißt, an dem Tag, wo der Gesandte Allahs geboren wurde, hat Mekka aufgeblüht, wurde hell wie noch nie. Dann sagt Auf ibn Malik weiter, als der Tag eintraf, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, wurde alles in der Stadt dunkel und finster. Und wir erkannten unsere Herzen nicht wieder, als wir mit der Bestattung des Propheten sallallahu alaihi wasallam fertig waren. Alles wurde dunkel. Ihre Herzen wurden dunkel, die Stadt wurde dunkel, alles wurde finster. Und das ist das nächste Zeichen. Subhanallah. Denn sie haben ihren Führer, sie haben ihren Imam, ihren Herrscher, ihren Geliebten, denjenigen, den sie mehr als ihre Mutter und Vater liebten, verloren. Aber wie er schon sagte, zählt 6, bevor die Stunde eintrifft, und das erste davon ist sein Tod, sallallahu alaihi wasallam. Das nächste Zeichen ist das Aussterben des Sahaba. Aussterben des Sahaba. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, sterben jetzt die besten Menschen nach ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Abi Musa radiallahu anhu, er sagt sallallahu alaihi wasallam, er sagt, an-Nujumu amanatun lis-Sama. Er sagt, die Sterne
sind ein Schutz für die Himmel. Sind ein Schutz für die Himmel, so kann man es übersetzen. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومِ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوَعَدُ مَا تُوَعَد. Wenn die Sterne weggehen, dann trifft den Himmel, was ihm versprochen wurde. Das heißt, wenn die Sterne weggehen, am jüngsten, bevor die Stunde eintrifft, ja, wird sich der Himmel spalten. Stell dir vor, du guckst in den Himmel, ja, und es ist dunkel, und die Sterne verschwinden. Sie fallen alle runter auf die Erde vielleicht. Wallahu alam. Sie gehen weg und der Himmel spaltet sich. Auf ihn, wenn die Sterne weg sind, der Gesandte Allahs warnt uns, wenn die Sterne weg sind, komm ruhig näher, Bruder. Wenn die Sterne weg sind, dann trifft den Himmel, was ihm versprochen wurde. Dann sagt er, wa ana amanatun li sahabi, li ashabi. Er sagt, und ich bin ein Schutz für meine Sahabi, für meine Gefährten. Er sagt, fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Er sagt, wenn ich gehe, also wenn ich sterbe, dann wird meine Sahaba treffen, was ihnen versprochen wurde. Also Unheil, Fitna kommen raus. Dann sagt er weiter, وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. Er sagt, und die Gefährten, meine Gefährten, sind ein Schutz für meine Umma, die nach mir kommt. Er sagt, فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ. Er sagt, und wenn meine Sahaba, meine Gefährten gehen, wenn sie alle sterben, dann trifft diese Umma, was sie treffen wird, was sie treffen muss, was ihr versprochen wurde. Subhanallah. Und was ist passiert, nachdem der Gesandte Allahs gestorben ist? Subhanallah. Viele Fitnen sind aufgetreten. Viele Meinungsverschiedenheiten sind aufgetreten. Aber die Sahaba haben noch versucht, die Umma eins zu halten, sie festzuhalten, sie nicht in Fitnen reinzubringen. Subhanallah. Sie haben versucht, sie festzuhalten. Aber als die Sahaba gestorben sind, dann hat die Umma getroffen, was sie treffen musste. Sie wurden gespaltet. Die Khawarij sind gekommen. Die Muslime haben sich gegenseitig bekämpft. Subhanallah. Und wir wurden immer mehr uneins. Und von dieser Fitna, was man erwähnen muss, was sehr, sehr wichtig ist, ist der Tod von Umar radiallahu anhu. Der Tod von Umar radiallahu anhu. Warum? Weil Umar radiallahu anhu, er war die Tür zur Fitna, radiallahu anhu. Er war die Tür zur Fitna. Wir kommen inshallah dazu, zur Tür zur Fitna, weil Umar ist ein bisschen später gestorben. Davor sind noch ein paar andere Zeichen passiert. Was ist das andere Zeichen? Bevor Umar gestorben ist, haben wir noch Jerusalem erobert. Das ist das nächste, was der Gesandte Allahs erwähnt. Er sagt, zählt 6, bevor die Stunde eintrifft. Mein Tod, er ist gestorben, und dann Fethu Baytul Maqdis. Das Erobern von Jerusalem, das Zurückerobern von Jerusalem. Ja, das ist das nächste Zeichen, was wir hier haben. Und das ist, wann ist das passiert? Es ist im 16. Jahr nach Hijra passiert. Das ist 637 unsere Zeitrechnung jetzt. Also Hijra, 16 nach Hijra und 637 zu unserer Zeitrechnung ist das passiert, als wir Jerusalem wieder erobert haben und die Juden haben begriffen, sie haben keine Chance mehr und dann haben sie gesagt, okay, wir überreichen euch die Schlüssel von Jerusalem, aber wir überreichen sie nur Umar persönlich, Al-Faruq. Warum? Das war bei ihnen auch schon vorgeschrieben in ihren Schriften. Bei ihnen steht drin, Al-Faruq wird kommen und ihr müsst ihm die Schlüssel überliefern. Steht bei ihnen so in ihren Schriften, Al-Faruq wird kommen und ihr müsst ihm die Schlüssel überliefern. Und sie haben gesagt, wir geben niemandem den Schlüssel außer Al-Faruq. Die haben gesagt, warum? Sie sagt, bei uns in den Schriften steht das drin. Subhanallah. Steht bei ihnen alles drin, aber sie glauben immer noch nicht. Dann ist Umar Al-Faruq, der zweite Khalif nach Abu Bakr, radiallahu anhuma, ist er gekommen und hat die Schlüssel genommen. Und als er gekommen ist, sie wusste nicht, wer ist der Khalif, weil er ist gekommen mit dreckigen, zerlöcherten Kleidern. Und sein Bediensteter, sein Helfer, er war auf dem Kamel und Umar ist gelaufen. Weil sie haben immer so gemacht, ein bisschen läufst du und ein bisschen laufe ich. Immer sich abgewechselt. Schaut mal, was für ein Khalif, was für ein Führer der Gläubigen. Immer abgewechselt, einmal so, einmal so. Und als sie in Jerusalem rein sollten, war die Zeit vom
Bediensteten und er war auf dem Pferd. Und sie wussten nicht, wer ist jetzt der Khalif. Ja, und sie haben gesagt, der. Die sagen, wie, der Khalif läuft und sein Bediensteter auf dem Pferd? Auf jeden Fall hat er die Schlüssel übernommen. Und das ist das nächste Zeichen, was passiert ist, dass wir Jerusalem erobert haben. Und Jerusalem wurde auch ein zweites Mal wieder erobert, weil nach einer Zeit haben die Muslime Jerusalem wieder verloren. Und zur Zeit Salahuddin al-Ayyubi, er hat das wieder erobert und das war 583 Hijri und 1187 unserer Zeit. Also wie lange ist das her? Circa 900 Jahre. Vor 900 Jahren. Wo hat Salahuddin al-Ayyubi, großartiger Kämpfer, großartiger Führer, hat das wieder erobert. Und wir werden, inshallah, Jerusalem noch ein drittes Mal erobern. Und Konstantinopel werden wir nochmal erobern. Ja, Istanbul, was heute Istanbul heißt, werden wir nochmal erobern. Und wir werden auch Rom erobern. Kommt auch, inshallah, alles. Rom werden wir erobern. Ja, die blonden Muslime werden die erobern. Kommen wir, inshallah, alles noch dazu. Also ihr nicht, ja. Ihr seid alle Ausländer hier. Na, der Allah muss da. Khair, inshallah. Das nächste Zeichen, was auch zur Zeit von Umar passiert ist, kurz nachdem sie Jerusalem erobert haben, so, wir haben gesagt, 16. Jahrhundert, 16 nach Hijra wurde Jerusalem erobert, so, und 18, so zwei Jahre später, kam die nächste Stunde, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat. Er sagte, zähl sechs, bevor die Stunde eintrifft. Erste sein Tod, mein Tod. Dann zweite war die Eroberung von Jerusalem. Und dritte war der vermehrte Tod. So kann man es übersetzen. Der vermehrte Tod. Warum vermehrte Tod? Das war, es wird die Pest genannt. Ja, die Pest von Amwas. Und Amwas ist eine Stadt von Palästina in der Nähe von Jerusalem. Ja, in der Nähe von Jerusalem ist eine Stadt, die heißt Amwas, und die hat dort angefangen auszubrechen. Und das ist das nächste Zeichen, was die Muslime getroffen hat. Schaut mal, der Gesandte Allahs ist gestorben, eine Versuchung nach der anderen. Und die hat es angefangen. Ja, erstmal die Pest hat die Muslime getroffen. Ja, viele Muslime sind daran gestorben. Und kann man auch in den Geschichtsbüchern nachlesen, über 25.000 sind gestorben von dieser Pest. Und die Pest kam natürlich nicht nur einmal, aber da hat sie angefangen. Und der Gesandte Allah sagt dazu, Mutan ya'khudhu fikum ka Qu'as al-Ghanam. Qu'as al-Ghanam kann man übersetzen als, ich habe nachgeschlagen, Trabakrankheit nennt sich das. Und das ist eine Krankheit, die bei Tieren damals bekannt war. Pest gab es früher nicht. Das ist erst dann aufgetreten. Früher, die ganzen Völker vorher haben das nicht gekannt. Das ist erst zu unserer Zeit aufgetreten. Auf jeden Fall hat der Gesandte Allah es als Qu'as al-Ghanam bezeichnet. Und es war eine, auf Deutsch nennt man das Trabakrankheit oder Skrapie. Das ist eine Krankheit bei Schafen und bei Ziegen, die aussehen wie die Pest, also die kriegen so Flecken, die haben so Geschwüre, entwickeln sie dann am Körper, das sieht man, kann man nachschlagen. Die bekommen Hautflecken, Juckreiz und solche Sachen. Es wurde auch TSE genannt. Ja? TSE, und später kennt man auch BSE, weil es dann bei Rindern auch auftrat. Ja? Und es ist langsam und tödlich verlaufen, diese Krankheit. Und diese Erkrankung, sie hat bei den Tieren das Gehirn kaputt gefressen. Auch man hat es im Körper gesehen, man hat es als Flecken gesehen auf dem Körper, aber es hat auch den Kopf, hauptsächlich den Kopf gefressen, das Gehirn, und deswegen sind sie gestorben. Subhanallah. Und diese Krankheit ist eine Entzündung, eine Blutvergiftung. Sepsis nennt man das. Ja? Und das Gift gelangt in den Blutkreislauf und somit natürlich auch ins Gehirn und auch in dein Herz, und diese Bakterien, dieser Gift frisst natürlich diese Bakterien, und wenn es in dein Herz und deinen Kopf gelangt, dann ist es vorbei. Auf jeden Fall sind sehr viele gestorben, und das war so ca. 639, 640 sind viele Leute gestorben, und es sind auch später, ist auch nochmal Pest aufgetreten, auch in Europa, man hat es der schwarze Tod genannt, ist bekannt.
Und subhanallah, ich habe das ein bisschen überprüft und ich habe geschaut, sogar bis heute gibt es die Pest. Natürlich nicht mehr so wie damals. Ja, damals ist eine Riesenmenge. Deswegen sieht man in den Bildern so eine Riesenhand, angefangen von diesem Palästina-Bereich, die sich erstreckt bis nach Europa. So eine schwarze Hand, deswegen nennt man das schwarze Tod, schwarze Hand. Auf jeden Fall, bis heute gibt es aber noch diese Pestkrankheit, diese Pestbakterien, die immer noch vorhanden. Ja, und teilweise, zum Beispiel 1878 bis 1925 ist wieder viel geworden in Russland, China-Gegend. Innerhalb von einer Woche sind Tausende von Leuten gestorben. Dann andere Länder wurden befallen, auch schon vorher 1451 oder 1348 bis 1353 in England. Ja. Dann in Europa natürlich auch viele, sind sehr viele gestorben. Innerhalb von einer Woche tausende Leute sind einfach so gestorben. 2005 ist es dann wieder aufgetreten, 2008. Bis heute findet man in verschiedenen Regionen, Afrika, China und so weiter, diese Pestkrankheit, subhanallah. Aber diese Pest, wo wir sprechen, ist diese, die einmal aufgetreten ist. Und das Komische, schaut mal, das Komische, es kann bis heute keiner beantworten. Er sagt, von einem Tag auf den anderen ist die Pest verschwunden. Weil normalerweise, diese Krankheiten, die gibt es bei Tieren. Ja, bei Ratten waren das, diese Krankheiten. Und diese Krankheit haben die Ratten gefressen, getötet, bis es keine Ratten mehr gab. Und dann, die wollen natürlich überleben, diese Bakterien, dann sind sie auf Menschen übergegangen. Ja, bis es keine Menschen, eigentlich bis es keine Menschen mehr gibt. Aber, das hat nicht so lange angedauert, es hat einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört. Es hat von einem Tag auf den anderen angefangen und von einem Tag auf den anderen aufgehört. Die Forscher, Wissenschaftler wissen immer noch nicht, warum es einfach so aufgehört hat. Diese extrem gefährliche Pest, die es damals gab, das wird auch Pest von Amwas genannt. Das ist bekannt, weil es dort angefangen hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn so eine Krankheit kommt, dann soll keiner rausgehen und keiner reingehen. Du sollst dich davon fernhalten. Also wenn du weißt, in dieser Stadt gibt es diese Krankheit, soll keiner raus und keiner reingehen. Und es war auch so, dieser Ikhtilaf, was Omar hatte damals. Er war damals Khalif und sie hatten es erobert, diese Gebiete. Und sie wollten natürlich rein, sie haben gehört von dieser Krankheit und sie wollten rein und die Menschen helfen. Aber Omar hat gezögert, er wusste nicht. Er hat gesagt, ich bete, er hat zwei Rekke gebetet und er hat gesagt, wir gehen lieber nicht rein. Und Abu Ubaid hat zu ihm gesagt, atafirru min qadarillah, er sagt, rennst du vom Schicksal Allahs weg? Hast du Angst sozusagen, rennst du weg? Und wenn Allah das bestimmt hat, wirst du sowieso nichts passieren. Dann sagt er, ich renne von Allahs Schicksal zu Allahs Schicksal. Ja? Weil es passiert sowieso nur das, was Allah will. Aber sie haben Leute geschickt, kennt irgendjemand ein Hadith, wenn so eine Angelegenheit passiert? Und es hat ein bisschen gedauert und dann kam einer und hat ihnen den Hadith erzählt, wenn so etwas, eine Krankheit passiert, dann sollte er nicht rein und nicht rausgehen. Und dann hat sich Umar radiallahu anhu natürlich gefreut, dass seine Aussage, sein Verhalten genauso mit übereingestimmt hat mit der Aussage vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall war das die nächste Das nächste, was die Muslime getroffen hat, diese Pest. Das Schlimmste, was nach dieser, weil die Pest war schon sehr, sehr gewalttätig. Subhan. Das Schlimmste, aber was jetzt danach passiert ist, ist der Tod von Umar radiallahu anhu. Warum? Der Tod von Umar war das, warum war der Tod von Umar so schlimm? Man sagt, ja, ich sage es extra, man sagt, weil es ist keine Überlieferung. Man sagt, mit dem Propheten ist die Offenbarung gestorben. Mit dem Propheten, als er gestorben ist, ist die Offenbarung gestorben. Und mit Omar ist das Prophetentum gestorben. Warum? Weil Omar war ein Mann. Subhanallah, es gibt sogar Sammlungen, wo es heißt, Übereinstimmung von Omar zur Sunna oder zum Islam. Er hat was gesagt. Ja? Er hat was gesagt. Und ein paar Tage später oder ein paar Stunden später, eine Zeit später, hat Allah subhanahu wa ta'ala etwas herabgesagt, was Umar gesagt hat. Und er hat sich natürlich immer gefreut darüber. Und er hat was gesagt, und der Gesandte Allah hat später das bestätigt. Und genauso war Umar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn es einen Propheten nach mir gäbe, so wäre es Umar. Weil er hat, in seiner Aussagekraft war sehr viel drin. Er hat Sachen gemacht, die sehr nahe kamen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Weisheit gegeben.
Natürlich stimmt das nicht ganz mit dem Propheten, dass es gestorben ist, weil der Gesandte Allahs hat gesagt, wenn ich sterbe, bleibt nichts übrig vom Prophetentum, außer der wahrhaftige Traum. Und das ist auch ein Zeichen der Stunde, das später kommen wird. Das heißt, da wird eine Zeit kommen, in dem die Träume der Gläubigen sich immer mehr bewahrheiten. Die Gläubigen, nicht jeder Muslim, die Gläubigen, die Mu'minin, die werden Sachen träumen und die werden immer mehr passieren. Das ist ein Zeichen der Stunde, was auch später wir nochmal erklären werden. Auf jeden Fall Umar radiallahu anhu, Umar al-Faruq, man kann viel über ihn reden. Möge Allah ihn segnen und ihm Stufen erhöhen mit dem Propheten sein lassen und uns mit ihnen sein lassen. Er war die Tür zur Fitna. Solange er gelebt hat, gab es keine Fitna. Er war die Tür zur Fitna. Er war derjenige, der gegen diese Fitna gekämpft hat. Subhanallah. Und da gibt es einen schönen Hadith von Hudhaifa radiallahu anhu, den uns Shaqiq berichtet. Und Hudhaifa erzählt, er sagt, als ich eines Tages mit Umar saß, sagte er, also Umar sagte, wer von euch erinnert sich an die Aussage über die Fitnen, die der Gesandte Allahs erwähnt hat? Der Gesandte Allahs hat so erwähnt, dass viele Fitnen, viele Probleme, viele Versuchungen auftreten werden. Und Fitna, also Fitnen ist Mehrzahl von Fitna. Bedeutet Probleme, Schwierigkeiten, Heimsuchungen, ja, das alles, was treffen wird. Dann sagt Hudhaifa, ich weiß darüber Bescheid. Dann sagt Umar, ja, du bist aber mutig, erzähl mal. Er erzählte dann, ja, diese Fitna ist, dass wenn ein Mann durch seine Frau oder durch seine Kinder oder seinen Nachbarn geprüft wird und dadurch seine Gebete und Fasten und so weiter verliert und erzählt weiter, dann sagt Umar, nein, nein, ich meine nicht das. Ja? Er sagt, ich meine nicht diese Sache. Er sagt, ich meine diese Fitna, die so viel sein wird wie der Schaum auf dem Meer. Ja? Die so in Massen kommen wird, Massen eintreffen wird. Ja? Er sagt, ich spreche über diese Fitna. Dann sagt Hudhaifa, ich sagte, o Führer der Gläubigen, du brauchst dich nicht fürchten über diese Fitna. Ja, du brauchst dich nicht fürchten. Denn eine Tür ist zwischen ihnen, die ist verschlossen. Ja. Er sagt, du brauchst dich nicht fürchten, eine Tür zwischen dieser riesigen Fitna, die eintreffen wird. Das heißt, wenn diese Tür aufgeht, dann trifft uns so viele Fitna wie der Schaum auf dem ganzen Meer. Wie viel ist das? Umar fragte dann, wird diese Tür geöffnet oder wird sie gebrochen? Ja, was ist der Unterschied? Wenn eine Tür geöffnet wird, kann man sie wieder schließen. Wenn eine Tür gebrochen wird, dann ist sie gebrochen, kannst du nicht mehr schließen. Ja, ist natürlich symbolisch gemeint, ja? Kannst du nicht gebrochen. Dann sagt Hudhaifa, sie wird gebrochen. Dann sagt Umar, dann wird sie nie wieder verschlossen. Das war dann ihre Sache. Und dann wurde Hudhaifa später gefragt, wusste Umar, dass er die Tür ist? Wusste Umar, dass er die Tür ist? Ich sagte, er wusste es wie jemand, der es weiß, dass nach dem Tag der Morgen folgen wird. Ja? Also jeder weiß, wenn es dunkel ist, danach wird es hell. Er wusste es, dass Umar selber wusste, dass es Tür ist. Und er hat extra gefragt, wird sie geöffnet, also stirbt er normal, oder wird sie gebrochen, wird er getötet. Und er wurde getötet. Ja? Er wurde getötet. Wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr, mit Umar und mit Uthman auf dem Hadith von Uhud, auf dem Berg von Uhud ist. Und der Berg fängt an zu beben. Er sagt, der Uthbut Uhud. Er sagt, beruhig dich. Ja? Auf dir ist ein Prophet und ein Siddiq, ein wahrhaftiges für Abu Bakr und Shahidin. Ja, und zwei Märtyrer. Umar und Uthman. Und tatsächlich, Umar wurde von einem Feueranbeter getötet. Ja, als er, ich glaube, Fajr-Gebet war das. Fajr-Gebet, ne? Fajr-Gebet war das. Hat er gebetet. Und als er im Sujud war, ist er gekommen, hat ihn abgestochen. Ich glaube, ich habe das mal erzählt. Auf jeden Fall, als er gestorben ist, ist das eingetroffen über die Umma, was eintreffen nur konnte. Und diese ganzen Fittern haben dann angefangen. Nachdem Umar gestorben ist, erst nachdem Umar gestorben ist, ist diese Sekte von Khawarij gekommen. Und diese Khawarij haben sehr viele Muslime getötet. Und wir werden darauf einkommen, inshallah. Wahrscheinlich wird es heute nicht mehr reichen, aber nächstes Mal, inshallah. Auf jeden Fall war Umar, der Tod von Umar, auch ein Zeichen der Stunde. Und das ist die nächste Angelegenheit, das Erscheinen. Natürlich nach dem Tod von Umar
kann nur noch eine Sache folgen als Zeichen der Stunde, und zwar das Auftauchen von vielen Fittern, von vielen Versuchungen, von vielen Heimsuchungen. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von Abu Musa al-Ashari überliefert, er sagt, vor dem Eintreten der Stunde werden Versuchungen so sein oder so finster sein wie die Nacht. Man wacht morgens als Gläubiger auf und schläft abends als Ungläubiger ein. Schau, du wachst auf als Muslim und liegst schlafen als Kafir. Er sagt, und man schläft als Gläubiger ein und steht als Kafir auf. Wie funktioniert das? Du gehst schlafen als Muslim und stehst auf, du bist Kafir. Wie funktioniert sowas? Ich erkläre euch das gleich, ein Beispiel, das ich euch gebe. Dann sagt er, der Sitzende dabei ist besser als derjenige, der steht. Der Stehende ist besser als derjenige, der geht. Der Gehende ist besser als derjenige, der läuft, also rennt. Zerbrecht eure Pfeile und Bögen, zerstört euer Schwert auf den Felsen. Wenn jemand einen von euch tötet, wenn jemand einen von euch töten möchte, also ein Muslim möchte einen anderen Muslim töten, dann seid wie der Bessere von den zwei Söhnen Adams. Ja? Lasst euch töten, dann der andere kriegt die Sünde. Besser, du kämpfst nicht gegen deinen Bruder und er kämpft gegen dich. Und deine Sünden sind dann weg und er trägt sie. Und er sagt auch, in dem Hadith sieht man, wenn diese Fittern, wenn diese Versuchungen auftreffen, besser, du brichst, gehst nicht kämpfen. Du tust nicht kämpfen gegen ihn. Du gehst nach Hause, verschließt deine Türe und kümmerst dich um Ibadah. Und es gibt eine andere Überlieferung, wo er sagt, er sagt, es ist besser, in dieser Zeit, wo es viele Versuchungen gibt, ist besser, wenn ein Mann auf einem Berg ist, mit seiner Familie und hat Schafe und sein Garten, wo er erntet und er geht zu niemandem und keiner kommt zu ihm. Er ist vor der Fitna gesichert. Er kümmert sich nur mit Ibadah. Ja, und wir sind in so einer Zeit. Ja, wir sind in so einer Zeit. Die Fitnen sind viel. Auf jeden Fall, wie kann man als Muslim aufwachen und als Käfer schlafen gehen? Schaut mal. Früher war das schwierig, so eine Sache. Aber heute, dadurch, dass diese Fittern viel sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Du stehst auf, bist Muslim, du bist beten, alles okay. Mittags sagst du, ich gehe mal Facebook. Ich gehe Internet, Foren. Ich gehe so, du gehst ins Internet, ja? Gehst du rein, chattest du, schreibst du. Und du kommst auf, vergiss mal Facebook. Ja? Facebook ist schon fitner genug. Aber du gehst auf Webseiten von Ungläubigen. Und dein Iman ist nicht so stark. Und dann bringen sie Argumente gegen den Islam. Sagen, guck mal, Widerspruch hier, Widerspruch da, Widerspruch hier. Und du hast nicht genug Wissen. Was passiert? Da du dein Wissen wenig ist, ja, weil du nicht weißt, von wem du nehmen sollst. Jeder erklärt jeden Gelehrten zum Käfer oder zum Nicht-Ahl-Sunnah. Du weißt nicht, von wem du lernen sollst. Also lernst du von niemandem. Sagst, ich bin Muslim. Dann triffst du auf so eine Webseite. Was passiert? Du sagst, okay, hey. Das ist Widerspruch im Koran, also kann Islam nicht die Wahrheit sein, du gehst schlafen als Käfer. Schaut mal, und genau das gleiche umgekehrt. Ja, abends, bevor er schlafen geht, ja, geht nochmal ins Internet, ja, geht Facebook, ja, geht vielleicht wieder chatten, trifft einen Käfer, gibt ihm Antwort und er will chatten mit einer Frau. Chattet mit einer Frau und sagt, guck mal, aber im Islam ist doch so und so. Und sein Iman ist nicht stark und diese Frau überzeugt ihn oder dieser Mann überzeugt ihn und er geht. Und bevor es morgen wird, ist er Käfer geworden. Ja, das sind solche Sachen, die gehen zack, zack. Wenn dein Iman nicht stimmt, wenn dein Aqidah, dein Wissen darüber nicht stimmt, das ist hier gemeint. Ja? Dass ein Muslim, dass du, wenn die Fittern und die Versuchungen so viele sind, dass ein Muslim als Gläubiger aufwacht und als Ungläubiger schlafen geht oder als Gläubiger schlafen geht und als Ungläubiger wieder aufwacht. Das sind nur einige Beispiele. Es kann natürlich auch sein, er geht morgens raus auf den Markt und es sind so viele Versuchungen, ja, dass er Kufr macht. Er weiß nicht, was er machen soll. Er ist verzweifelt, er weiß nicht, an wen er sich halten soll. Der eine erzählt ihm so, der andere erzählt ihm so und sagt, ich weiß gar nichts mehr, wisst ihr was? Ich verlasse es. Ich lasse den Islam. Ich weiß nicht, an wen ich mich halten soll. Und Allah, wir haben solche Geschwister erlebt. Wir haben solche Geschwister erlebt. Und wir haben diese Geschwister auch gewarnt. Übertreibt nicht in eure Religion. Redet nicht über Themen, die nicht wisst. Halte dich an die Sachen, die du weißt, die sicher sind. Rede nicht über Themen. Lass nicht von jedem erzählen. Wie kannst du jemanden glauben, der über 80% der Gelehrten sagt, die sind Kuffar? Oder die kannst du nicht nehmen, weil die sind Erneuerer. Die sind Mubtadi'. Die sind so und so. Ja, nicht jeder ist perfekt.
Jeder macht Fehler, auch Gelehrte machen Fehler. Aber der Unterschied zwischen Gelehrten und uns ist, wenn die Fehler machen, kriegen die trotzdem Belohnung. Ja? Wenn wir Fehler machen, dann kriegen wir Bestrafung. Subhanallah, das ist der Unterschied. Ja? Und es gibt viele Streitereien, der Schere, der Schere. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Bewahre dein Iman. Und sie gehen auf den Markt und sie gehen raus, ja? Und dann kommen Kuffar. Kommen Muslime auf eine Seite, erzählen, guck mal, du kannst doch nicht so machen, du kannst nicht so beten, du kannst nicht das machen, voll verwirrt. Kommen die anderen Gruppe, machen so und so und so. Ja? Das wäre in muslimischen Ländern, da ist schon Fitna genug, der sagt, lass mich in Ruhe, fällt vom Islam. Aber hier in nicht-islamischen Ländern gehst du raus, ja? Und die Kuffar sprechen mit dir, ja, deine Religion sagt so, guck mal hier, steinigen, Hand abhacken, das Einzige sowieso, was sie kennen, steinigen, Hand abhacken, bei euch, guck mal, wie schlimm und was gibt's noch? Was sagen die noch? Ja, diese Sachen bei euch ist nur mit Krieg und Kampf. Guck mal, im Christentum alles Liebe. Ja, die kommen. Die lassen dich nicht in Ruhe. Sie kommen an deine Tür klopfen. Zeugen Jehovas. Wir wollen mit dir über Gott reden. Mormonen. Wir wollen mit dir über Gott reden. Ja? Gibt es all die Sachen. Und die Leute haben keine Ahnung. Die lassen sie rein. Muslime sind gastfreundlich. Die Faddal kommen rein. Ja? Sie sitzen einen Tee trinken. Und sie reden. Und was passiert? Die fallen vom Glauben ab. Ja, stimmt. Im Islam steht, wir müssen Juden, Christen fragen. Wir fragen euch. Der redet, erzählt, schmiert ein bisschen Honig auf die, um den Mund. Fertig, ist abgefahren. Ein Tag. So funktioniert das, liebe Geschwister. Auch sagt, bei Muslimen überliefert, der Hadith war gerade in Imam Ahmed und auch in Mustadrak al-Hakim. Ist Sahih. Das ist ein anderer Hadith in Sahih Muslim von Abu Huraira überliefert. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt mit den guten Taten anfangen, bevor die Versuchungen kommen, die dunkel sind wie die Nacht. Guck mal, heute, wenn wir Nacht rausgehen, wir sehen viel, richtig? Weil wir haben Straßenbeleuchtungen und Mashallah. Aber guck mal, in einer Nacht, wo keine Sterne und wo kein Mond scheint, und fahr mal ein bisschen raus, wo keine Lichter gibt. Guck mal, wie Nacht, wie dunkel die Nacht ist. Du siehst gar nichts, als ob du deine Augen verschlossen hast. Dunkel. Versuchungen, die so dunkel sind wie die Nacht. Dann sagt er, man steht als Gläubiger auf und legt sich als Käfer am Abend schlafen. Oder man legt sich am Abend als Gläubiger schlafen und steht am nächsten Morgen als Käfer auf. Man verkauft seinen Glauben für Vergängliches. Man verkauft seinen Glauben für Vergängliches. Ja? Jemand kommt, so trittst du vom Islam aus. Ganz leicht kann das passieren. Wir werden es inshallah in Aqidah durchnehmen. In Waqad al-Islam. Die Sachen, die deinen Islam zerstören können. Ganz leicht kann das passieren. Machst dich lustig über den Islam. Hier diese Komiker, möchte gern muslimischen Komiker. Der Prophet sagt verboten. Der macht so ein Gesicht. Er sagt, der Prophet hat Fußball verboten angeblich. Der hat doch gar nicht Fußball gekannt. Der redet so. Wenn du so über den Gesandten Allahs redest, ablästernd, was bleibt von deinem Islam übrig? Was bleibt übrig? Bleibt gar nichts. Du lässt das über die Religion. Jemand kommt zu dir, muss doch beten. Ach komm, Gebet gibt's nicht. Schweinefleisch darf nicht essen. Das war früher. Früher gab es keine Kühlschränke, heute darf man. Machst dich lustig über eine Sache. Ja? Es ist was anderes, wenn jemand nicht weiß. Aber jemand, der hochmütig ist und der weiß es und der will es nicht akzeptieren, hat so schnell seine Religion verloren. Subhanallah. Auch sagt, Salama berichtet uns, die Ehefrau vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, eines Nachts stand der Gesandte Allahs erschrocken auf. Und er sagte, Subhanallah. Ja? Dann sagte er, was hat Allah an Schatzkammern heute herabgesandt? Und was hat Allah an Versuchung heute herabgesandt? Er sagt, wer weckt die Bewohnerin der Gemächer? Also seine Ehefrau meint er, damit sie beten. Wer weckt die Bewohnerin der Gemächer? Damit sie beten, weil dieser Schock ist gewaltig. Wahrlich ist eine hier im Diesseits bekleidet und im Jenseits nackt. Eine ist im Diesseits bekleidet und im Jenseits nackt. Wie ist das gemeint? Hadith ist in Bukhari. Wegen diesen Versuchungen. Ja? Und wir kennen diese Überlieferung. Wir kennen das im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als er einen Sehenden auferweckt und er ist blind. Er sagt, ja Allah, warum hast du mich blind gemacht, obwohl ich doch sehend war? Er sagt, du warst sehend, aber du hast meine Zeichen nicht gesehen. Du hast sie nicht angenommen, du hast sie nicht akzeptiert. So bist du auch diesseits blind. Darfst du nicht sehen. Schau mal, das ist damit gemeint. Du verweigerst die Sache. Du siehst im Diesseits nicht, du akzeptierst sie nicht, willst nicht. Dann wirst du auch im Jenseits nackt sein. Du wirst blind sein. Je nachdem, was du getan hast. Subhanallah.
wie du es verleugnet hast. Und das Nachtgebet, Wallahi. Qiyamul Layl, liebe Geschwister, ich sage es immer wieder. Qiyamul Layl. Und schaut mal, alles, was nach Isha ist, ist Qiyamul Layl. Du betest Isha 6 Uhr jetzt, ja? Betest Isha, halbe Stunde später, Stunde später. Besser, wenn du bevor du schlafen gehst, aber wenn du nicht kannst, du bist zu müde, du bist. Eine Stunde später bete 2 Rekka. Oder bete 3 Witr, 3 Rekka. Ist schon Qiyamul Layl. Wallahi, Qiyamul Layl. Ich habe das erst gestern gelesen. Schaut mal. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Der, wer ist das? Der Sohn von Umar ibn Khattab. Ja. Er sagt, zur Zeit vom Gesandten Allahs war das normal, dass die Leute, wenn die einen Traum hatten, zum Gesandten Allahs gegangen sind und einen Traum erzählt haben und er hat es gedeutet. Er sagt, das ist das, das ist das. Und er war klein. Er sagt, ich wollte auch etwas sehen, etwas träumen, dass ich zum Gesandten Allahs gehen kann und er mir erzählt. So, schaut mal. Und er sagt, eines Nachts habe ich damals geträumt. Er sagt, sind zwei Engel gekommen und haben mich gebracht zu einem Höllenfeuer. Und da war ein, wie ein Schlund, wie ein Abgrund, das zwei Hörner hatte. Und ich habe reingeguckt und ich sah Leute, die ich gekannt hatte. Und ich habe Angst gehabt. Und dann kam ein anderer Engel und hat zu mir gesagt, warum hast du Angst? Und dann ist er aufgewacht. Und da hat sich natürlich ein bisschen geschämt, aber er hat das dann seiner Schwester erzählt, Hafsa, die Frau vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Hafsa bint Omar. Ja, die Tochter von Omar auch. Seine Schwester hat er erzählt. Und sie hat es dem Gesandten Allahs erzählt. Und dann sagt der Gesandte Allahs, er sagt, Abdullah ist ein guter Mann. Es fehlt nur noch, dass er Qiyamul Layl betet, in der Nacht betet. Schaut mal, er sagt, Abdullah ist ein guter Mann. Er war noch klein. Er ist ein guter Mann, rechtschaffen und gläubig. Und so. Aber es fehlt noch, dass er Qiyamul Layl betet. Warum? Weil Qiyamul Layl entfernt dich von der Hölle und bringt dich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie haben gesagt, nachdem Abdullah ibn Umar das gehört hat, hat er nachts noch sehr wenig geschlafen und viel gebetet. Und er war klein. Ja, wie ist es mit uns? Qiyamul Layl, liebe Geschwister, das hält euch fern. Macht eure Herzen stark. Ja? Die Sahara, guck mal, der Gesandte Allahs, er war kämpfen, er war machen, er war Dauer machen, er war unterrichten, er war machen. Nachts nach Hause gekommen, ist abends nach Hause, dann seine Frau stundenlang angehört. Ja? Hat sich kurz hingelegt, stand auf, 5 Stunden gebetet. Seine Füße so lang, bis sie geplatzt sind. Ja? Und sagt, darf ich nicht ein dankbarer Diener sein? So waren die Sahaba. Ja? Die sagen, woher kriegt ihr eure Kraft? Ihr schlaft doch gar nicht. Ja? Und durch Nachtgebet, dass wir 3-4 Stunden Nachtgebet stehen. Und ich sage euch, steht nicht 3-4 Stunden. Steht mal 3 Minuten im Gebet. 3-4 Minuten. Bitte 2 Rekka. Fertig. 3 Rekka. Jede Rekka hast du eine Sura gelesen. Bitte mal das. Fang klein an. Fang nicht groß an. Qiyamul Layl. Haltet daran fest. Das verhält euch fern. Macht eure Herzen stark. Euren Körper gesund. Hat viele Vorteile. Subhanallah. Wir machen gleich Abschluss. Er sagt, Abdullah ibn Amr ibn As berichtet, der Rufer des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, rief, versammelt euch, versammelt euch. Wir versammelten uns beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es war Pflicht für jeden Propheten, vor mir seine Umma, auf das Gute hinzuweisen, das für sie gut ist, und vor dem Übel zu warnen, das für sie schlecht ist. Und das Wohl eurer Umma liegt in eurem Beginn. Das Gute in der Umma ist in eurem Beginn. Er meint die Sahaba, die Besten. Ja? Und die Letzten von euch werden viele Versuchungen und Dinge heimsuchen, die ihr leugnet oder beziehungsweise die ihr für schlimm empfindet. Vieles wird euch treffen, was ihr schlimm empfindet. Und jede Generation wird schlimmer als die vorige. Jede Generation wird schlimmer als die vorige, außer wenn Isa a.s. Zeit kommt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, der beste Zeit für den Islam wird die Zeit von Isa a.s. sein. Weil die ganze Welt wird nur mit Islam sein. Die ganze Welt wird nur mit Islam geherrscht. Da werden nur Muslime leben und alle werden Harmonie leben. Darauf kommen wir auch noch, inshallah. Auf jeden Fall sagt er weiter, die Versuchungen erscheinen und verharmlosen sich gegenseitig. Schaut mal. Es kommt eine Riesenkatastrophe und die Leute flippen aus, die wissen, was sie tun sollen. Dann trifft eine noch größere Katastrophe und sie haben die getroffen. Eine größer als andere. Ja, die werden heimgesucht, eine schlimmer als andere. Ja? Stell dir vor, du hast eine Erkältung, du sagst, oh, ich bin voll krank. Aber jetzt, du läufst auf der Straße, dann war es Unfall. Denkst du noch an die Erkältung?
Das Erkältung vergessen. Dann, du hast Erkältung, gehst ins Krankenhaus, ja, Fuß wurde alles gemacht, auf einmal dein Herz, boom, boom. Denkst noch an dein Bein, das gebrochen wurde? Denkst nicht mehr, dein Herz. Beispiel war das. Dann sagte weiter, die Versuchung erscheint und der Gläubige sagt, diese. Ja? Er sagt, diese. Er sagt, diese und dann diese und dann diese. Er weiß nicht, was los ist, eine schlimmer als andere. Wir sind diese Zeit, ja? Eine schlimmer als andere. Und er sagt, wer also will, dass er vom Höllenfeuer entrückt und ins Paradies Einlass erfinden wird, ja, der soll, wenn der Tod kommt, an Allah und den jüngsten Tag glauben. Das ist ein Hadith, Bukhari ist ein Hadith in dem Muslim. Das heißt, wenn diese drei Sachen treffen, ja, diese Fitter sind so viel geworden und so schwer geworden, dann halt an dem Glauben fest, halt an Allah und an den Glauben an Allah und an den Glauben an den jüngsten Tag fest. Halte daran fest, dass es Allah gibt. Halte daran fest, dass du abgerechnet wirst. Ja? Halte daran fest und du wirst inshallah es schaffen. Und der Gesandte Allah sagt, nehmt Zuflucht bei Allah vor den Versuchungen, den Sichtbaren und den Verborgenen. Ja? Sagt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den, vor den offenkundlichen Versuchungen, vor den verborgenen Versuchungen. Ja? Und damit beenden wir es auch und wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Versuchungen, die offensichtlich verborgen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nochmal versammeln lassen, dass wir die weiteren Zeichen der Stunde sehen können. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Versuchungen fernhalten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen und uns vergeben. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.